Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, was Collapse Nodes sind. Wir sind hier im Third-Person-Template und wir gehen dazu in den Level Blueprint. Klicken hier drauf, Open Level Blueprint. Und wir erstellen uns mal eine Programmabfolge. Mit dem Event Begin Play wollen wir folgendes: Wir erstellen eine Variable und schreiben hin Zahl 1, Zahl 2. Ja, die erste Zahl soll ein Integer sein, die zweite Zahl auch. Und zum Beispiel Geburtsort. Ja. Und das soll zum Beispiel String sein. Ja. Und da ziehen wir die Zahl 1 hier raus und die Zahl 2 hier raus. Und schreiben hier hin zum Beispiel den Plus-Operator. Das ist eigentlich im Prinzip egal, welche Operation ihr macht, aber ich will euch nur zeigen, was man mit dem Collapse-Node machen kann. Zum Beispiel mit dem Geburtsort. Ja, get Geburtsort. Und wir geben das alles mal hier aus. Jetzt mit dem Print-String ziehen hier den Pin raus. Oder rechte Maustaste. Print-String. Ja. Dann haben wir zum Beispiel hier, wenn wir dieses Ergebnis hier rausziehen, dann konvertiert er es automatisch in den String. Und jetzt tun wir das Ganze auch den Geburtsort auch mit PrintString ausgeben. Ja. So. Genau. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir können einzelne Bereiche des Programmcodes als Collapse-Node zusammenfassen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel diesen Bereich, diese Anzahl der Nodes hier markieren, die sind dann mit so einer orangen Farbe ummantelt quasi. Das ist so, dass man sieht, dass die markiert sind. Rechte Maustaste, hier steht Collapse to Function, Collapse to Macro. Macro und Function hatten wir gehabt. Jetzt gibt es noch ein drittes, Collapse Nodes. Ja. Wenn wir hier draufklicken, dann wird alles zusammen in diesem Collapse Node zusammengefasst. Und wir können hier zum Beispiel schreiben, Addition, ja, Addition, ja, und genau, und wenn wir hier doppelt draufklicken, dann ist ein neuer Tab, beziehungsweise ein Unter-Tab quasi mit dem Addition, und der sieht dann aus wie der Makro, ja, der Makro sah ja ähnlich aus mit Inputs und Outputs, und die sind dann zusammengefasst. Ihr könnt auch in einem Collapse-Node Werte übermitteln. Das heißt, mit dem Input-Wert könnt ihr hier einen Wert übermitteln oder auch übermitteln, indem ihr einen Output-Wert, also die Werte raus, ja, ausgibt. Ja. Das können wir mal probieren. Wir erstellen uns mal hier zwei Parameter und schreiben hier ein Zahl 1 und Zahl 2. Zahl 2. So, beide in String Type, Integer Type. Integer. Ja. Compilen. Jetzt löschen wir die beiden Zahlen mal. Und das ist einmal Eingang 1 und Eingang 2. Ja. Wenn wir jetzt hier rausgehen, indem ihr hier draufklickt, Event Graph, dann habt ihr hier zwei Zahlen. Die könnt ihr von außen eingeben, ja? Indem ihr zum Beispiel die Zahl von hier außen eingibt. Ja? Zahl 1, Zahl 2. Ja? Das funktioniert genauso wie bei Makros. Oder ihr könnt auch ausgeben, ja? Indem ihr sagt, okay, das Ergebnis geben wir aus. Ja? Das ist zwar eine relativ einfache Operation, aber es soll ja nur zeigen. So, und dann geht ihr hier auf Output und geht hier in Ergebnis, Integer als Output. Wenn ihr das hier damit verbindet, ja, Ergebnis, dann habt ihr sozusagen das Ergebnis hier draußen. Und das könnt ihr dann hier ausgeben, zum Beispiel, ja. Das Geburtsort habe ich jetzt mal weggelassen. Ihr könnt es auch mit Integer, String, allen möglichen Variablen. Genau, und schon habt ihr einen Collapse-Node, ja, das ist quasi
Eine Zusammenfassung der ausgewählten Nodes, die ihr habt. Wozu das eigentlich? Das eigentlich dient lediglich dazu, um bestimmte Programmbereiche, wenn es mal unübersichtlich wird, zusammenzufassen und eine Übersicht zu gewährleisten, ja, um alles übersichtlicher zu machen. Weil es kann sehr schnell auch ein großes Durcheinander geben, wenn man da nicht organisiert arbeitet oder wenn man etwas Umfangreicheres mal zusammen programmiert. Genau, und das ist der Unterschied auch zu Makros sind. Makros kann man ja in derselben Klasse, nicht in anderen Klassen, in derselben Blueprint-Klasse aufrufen, ja. Aber das kann ich nicht. Zum Beispiel, wenn ich hier Addition eingebe, geht das nicht bei Collapse-Nodes. Aber wenn ich hier ein Makro eingebe, zum Beispiel Subtraktion, ja, und rechte Maustaste Subtraktion, dann erscheint das hier unten, ja, das ist ein Makro. Aber ein Addition, den kann ich nicht. Das ist lediglich nur eine Zusammenfassung. Ich könnte zwar kopieren und wieder, ja, kopieren, Steuerung C, Steuerung V und dann wieder, also kopieren quasi, aber ich kann es nicht über die Suchleiste quasi finden. Und ich kann es natürlich auch nicht von anderen Klassen aus aufrufen oder in anderen Klassen aufrufen. Ja, das geht auch nicht. So, ja. Also das wird ein Kurzvideo. Das hilft euch auf jeden Fall, die Collapse-Notes für eine Übersichtlichkeit. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Das war's nochmal für heute. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, tschüss.